Hallo Leute, willkommen beim Sims 4 Kendra Let's Play. Kendra will die Abenteuer der Sims-Welt kennenlernen. Dies ist Teil 18. Die grüne Kendra ist gerade aufgewacht. Es ist auch ein schöner neuer Morgen. Und sie hat etwas Hunger. Mal gucken, was sie von selber macht. Sonne tanken. Ja, genau, das hätte ich ihr jetzt auch vorgeschlagen. Oh. Geht sie dazu hin? Sie rennt in der Gegend rum. Okay. Ja, mach das ruhig mal. Ja. Mal gucken, wo sie hinrennen. Ach so, einfach so im Kreis rum. Gut. Weißt du was, meine Liebe? Ja, es wird schon besser. Dann könntest du eigentlich auch einfach mal hier deinen Garten pflegen. Dabei kannst du auch wunderbar Sonne tanken. Und dann machen wir das Radio an. Das ist schon an. Dann hörst du einfach dabei zu. Hören wir mal Backyard. Schließlich ist es hier dein Hintergarten. Naja, eigentlich der Vordergarten, aber das spielt jetzt keine so große Rolle. Und dann gibt es ganz, ganz viel weiter zu entwickeln. Ah. Zwei Sachen wollte ich gucken. Welchen Level hat sie jetzt bei der Malerei? 8. Gut, bald 9. Ja, also noch ist es nicht so weit, aber wenn ich sie ein bisschen malen lasse, dann hat sie auch bald Level 10. Und bei dem Bestreben muss sie noch ein emotionales Gemälde malen. Das müssten wir doch mal hinkriegen. Und dann beim Gärtnern hat sie jetzt ja 10a, genau, was wollte ich gucken? Hat sie schon einen Kuhpflanzensamen? Ja, dann lasse ich sie die Kuhpflanze gleich mal pflanzen. Denn dann hat sie bald den nächsten Meilenstein erreicht. Und kriegt dann Pünktchen und dann können wir ihr den grünen Daumen kaufen. So, aber sie braucht jetzt vor allem, glaube ich, dringend Wasser. Dann hol ihr mal ein Glas Wasser. Stopp auch mal hier das Gärtnern. Das kannst du dann weitermachen. Sie hat nämlich schon graue Haare. Und das ist ein schlechtes Zeichen für einen Pflanzensinn. Na, will ich doch mal fotografieren. So. Ups. Jetzt ist sie mir. Ja, so sieht sie doch ganz hübsch aus. So, jetzt hörst du aber mal kurz auf zu gärtnern und gehst mal ein Glas Wasser trinken. Und dann gucken wir mal, ob ein Glas reicht. Warum hört sie denn nicht auf? Ja, sie ist jetzt halt ein Pflanzensinn. Ja, geh mal ein Glas Wasser. Wasserversagen, ja du. Mal gucken. Ein Glas Wasser nehmen. Gucken, wie das Wasserversagen sich. Ah ja, das scheint jetzt wieder besser zu werden. Geht's jetzt wieder besser, meine Liebe? Ja. Und hol dir einfach noch ein Glas Wasser. Ja. Sind dir gerade Blätter aus den Armen gesprossen? Ja, hol dir noch ein Glas Wasser und danach kannst du dir dann alle aufräumen. Ein Swimmingpool wäre jetzt natürlich noch besser, weil dann könnte sie mit einem Sprung in den Swimmingpool gleich ihr ganzes Bedürfnis stillen. Ja. So, aufräumen. 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 Gut. Und dann kannst du als erstes jetzt mal die Kuhpflanze pflanzen. Wer ist da? Aha. Jasmin Holiday.
Und dann kannst du noch mal gärtnern. So. Und ja, ich würde sagen, wir warten dann erstmal ein bisschen ab und dann lasse ich dich noch ein bisschen weiterentwickeln. Okay, ich nehme mal an, die wird sie dann von selber bewässern. Ja, theoretisch müsste dann auch dieses Tor nochmal. Da ist es. Jetzt ist das Tor gerade aufgegangen. Da kann sie dann nachher auch nochmal rein. Ich versuche jetzt hier nochmal die Beschleunigung oder sagen wir, mit Musik zu hören. Ja, Backyard, damit der Spaß auch nicht zu kurz kommt. Komm, das kannst du gleichzeitig machen. Musik hören und gärtnern. Das schaffst du. Ich lasse das mal beschleunigen. Weil wir wollen ja jetzt hier nicht, ja, die ganze Episode beim Gärtnern zugucken. Es wird echt Zeit, dass sie den grünen Daumen kriegt, denn dann geht das immer ruckzuck. Dann dauert fast nur noch das Ernten eine gewisse Zeit. Ja. So geht es jetzt besser. Aber die Musik bringt ihr jetzt noch nichts. Okay, Flohmarkt, Einladung. Nein, jetzt wird gegärtnert. Bei dem Einsprühen und so, da hilft das schon, wenn man das beschleunigt macht, glaube ich. Aber beim Ernten irgendwie nicht. So. Ja, langsam kommt sie voran. Okay. Sehr schön. Ah. Okay. Was machen wir denn jetzt, meine Liebe? Also, ich wüsste schon noch sehr vieles, was du tun müsstest. Aber ich würde sagen, ich schicke dich erst noch mal hier rein. Denn vielleicht kriegst du noch mal so eine Frucht und kannst sie dann anpflanzen. Und der Jay Huntington ist ganz schön anhänglich geworden. Und der andere nette Typ ist leider noch nicht von selbst gekommen. Jetzt beschleunigen wir das Ganze. Hier kann man gucken, wie lange das dauert. Zieht sich. Dann ist der halbe Tag schon rum. Jo. Okay, ja, wie schön der hier irgendwelche Stoffe abgibt. Das ist bestimmt der Blütenstaub. Jo, ah, jetzt müsste gleich wiederkommen. Herzlichen Glückwunsch zum Beginn deiner Elementesammlung. Hat sie ein Element gekriegt? Okay, mal gucken. Ja. Mehrere Elemente und auch so eine Frucht? Nein. Das ist aber schade. Gut, dann muss ich mal nachdenken. Jetzt lasse ich sie erstmal hier was arbeiten. Sorry, dass ich dich hier so rumscheuche, meine Liebe. Aber du brauchst hier ja auch noch ausgezeichnete Pflanzen. Angeblich sollen ja die Pflanzensims auch besondere Gartenfähigkeiten haben, aber das geht nur so weit, dass die mit Pflanzen sprechen können, auch wenn sie noch nicht Level 5 haben. Das heißt, für sie macht es überhaupt keinen Unterschied. Leider. So. Nee, das ist noch nicht so weit. Wow, da gibt es echt viele weiterzuentwickeln. So. Es artet ja richtig in Arbeit aus. So. Na komm. Jawohl.
Und hier. Ja, also in Videos von anderen Sims-YouTubern habe ich gesehen, dass dass jeder nur einmal so eine Frucht kriegt. Das habe ich aber erst heute gesehen. Oh, sie hat schon wieder Wasserbedürfnis. Hat schon wieder graue Haare. Lass ich sie hier dreimal Wasser trinken. Und das heißt, ich muss mir was einfallen lassen, dass jemand anders für sie da noch mal reingeht. Vielleicht lasse ich den Nachbarn schon bei ihr einziehen und schick den dann da rein und dann pflanzen wir dessen Frucht an. Und dann gibt es nämlich einen Baum und da wachsen dann diese Früchte immer dran. So, ja, du hast keinen Spaß, meine Liebe, gell? Ja, ich würde sagen, für heute hast du genug weiterentwickelt. Ich lasse dich aber mal alles ernten und dann ein bisschen tanzen. Oh, ist das nicht der? Ja. Annehmen. Ich glaube, das ist der. Der wird bestimmt staunen, dass sie jetzt plötzlich grün ist. Oh, er muss aufs Klo. Aber trotzdem sagen wir mal Hallo. Kennenlernen. Und dann sollte man vielleicht zusammen reingehen. Damit er eine Chance hat, aufs Klo zu gehen. So, zusammen hier hingehen. Und sie hat Probleme. Oh, wegen akutem Spaßversagen. Tja. Naja, sie musste ganz schön viel im Garten arbeiten. Das wird echt Zeit, dass sie diesen grünen Daumen kriegt. Ja, geh doch mal aufs Klo, Junge, damit wir was mit dir anstellen können. Und macht er das? Ja. Und du guckst einfach mal ein bisschen Kanal schauen. Oh, jetzt kommt. Nein. Nehmen wir den Comedy-Kanal. Jetzt wollte ich gerade, dass sie sich ein bisschen näher mit dem David anfreundet. Und dann kommt Jay Huntington. Der wird jetzt bestimmt eifersüchtig. Nun ja. Beim Anfreunden vielleicht nicht. Und dann lassen wir einfach Flirtereien bleiben und machen das erst, wenn wir den David zu Hause haben. Okay. Jetzt lasse ich da mal eine Salve der freundlichen Unterhaltungen, Fotos teilen, über den niedergehen. So. Ja, umarmen muss jetzt ja nicht sein. Man muss es. Warum gehen jetzt nur so wenig Sachen? Sehr merkwürdig. Vielleicht, weil sie Fernseh guckt? Okay. Ja. Schmeicheln. Gemeinsam Foto machen. Könnte man Bewunderung ausdrücken, ist auch immer gut. Von Herzen kommendes Kompliment. Der ist bestimmt bald so weit, dass man zusammenziehen kann. Über Interessen reden. So. Flirten noch nicht. Das machen wir dann. Noch sehe ich jetzt hier kein Zusammenziehen. Ist vielleicht gerade noch nicht so weit. Tja, Bewunderung ausdrücken. So, damit die dann in einem Bett schlafen können, müsste ich die dann ja schon noch irgendwie verbandeln. Lustige Geschichte vielleicht. Tja,
Es wäre natürlich viel, viel einfacher, den Jay zum Einziehen zu bewegen, aber das will ich ja nicht. Tag verschönern, das gekreuzte Pflanze, Petersilie und Drachenfrucht. Das ist aber ein komisches Getränk. So. Schmeicheln. Und dieser Herzbalken ist bestimmt mit dem Jay. Ja. Tja. Schwierig, schwierig. Aber das ist eben auch die Herausforderung. So. Okay. Ich denke mal, ich nehme den einfach mal mit nach Hause. Ich beende das und nehme ihn mit nach Hause. Ich glaube... Ja, Reisen nicht möglich, da gesellschaftliches Ereignis aktiv ist, dann stoppe ich das. Und reise dann. So, ich habe ihn einfach mal mitgenommen. Und ich mache jetzt einfach auch mal einen Cut. Und in der nächsten Episode sehen wir dann mal, ob sie es schafft, sich mit ihm so weit anzufreunden, dass er einzieht. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!